Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf der IBA 2015, um genau zu sein, auf dem Stand des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Und hier finden wie bei jeder IBA diverse Wettbewerbe statt, zum Beispiel der internationale IBA Cup, aber auch die dritten deutschen Meisterschaften der Bäckermeister. Und die wurden, wie auch schon in den letzten Jahren, mit Geräten von der WP Bakery Group ausgestattet. Und dass das hervorragend funktioniert hat, das sehen wir jetzt. Wolfgang Schäfer steht neben mir, Vizepräsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Herr Schäfer, herzlich willkommen erstmal. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie verläuft die IBA 2015 für Sie bisher? Wir sind natürlich aus Sicht des Zentralverbandes äußerst zufrieden. Es ist eine sehr erfolgreiche IBA. Das wird natürlich alles abgerundet auf dem Stand des Zentralverbandes durch unsere sechstägigen Wettbewerbe, die hier auf diesem Stand stattfinden. Was für Wettbewerbe werden genau ausgetragen? Hochkarätige Teilnehmer. Wir hatten die ersten drei Tage den IBA UIBC Cup. Hierbei haben 12 verschiedene Nationen ihr Können zur Schau gestellt und haben am gestrigen Tag den Sieger ermittelt. Und es war in diesem Fall die Nation Japan gewesen. Hat uns alles sehr gefreut. Und darüber hinaus findet aber noch ein weiterer Wettbewerb statt? Wir haben am heutigen Tag die dritte deutsche Meisterschaft. Es gab einen Vorentscheid und wir haben hier 4 Teams, A2 Personen, die um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Der Sieger dieses heutigen Tages hat nicht nur die Ehre, den Titel deutscher Meister zu tragen, sondern er wird auch, die 2 Personen werden weiterhin aufgenommen in die deutsche Nationalmannschaft des Bäckerhandwerks. Und jetzt sind Sie in diesem Jahr ja auch wieder ausgestattet worden mit ganz vielen hervorragenden Geräten von der WP Bakery Group. Wie zufrieden waren die Bäcker darüber? Natürlich sind wir sehr, sehr dankbar über diese Bereitstellung, über dieses Sponsoring. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir wissen, dass die WP Group hervorragende Produkte herstellt, uns bei diesem Wettbewerb unterstützt. Und es ist einfach eine Garantie, dass unsere Teams mit gleichwertigen Produkten, mit gleichwertigen Maschinen, die eine hervorragende Qualität hervorbringen, uns ausgestattet haben. Haben Sie auch Feedback bekommen, vielleicht teilweise von den Bäckern, die gesagt haben, Mensch, das funktioniert alles hervorragend, super? Ja, also die Teams waren im Einzelnen sehr zufrieden. Es waren in diesem Fall die Backöfen von der WP Group, leicht zu bedienen mit einer zentralen Steuerung, schnell im Aufheizen. Und dadurch, dass wir ja sehr künstlerische Gebäcke zum Teil auch hervorgebracht haben, konnten die wunderbar mit Ober- und Unterhitze agieren und haben einen tollen Wettbewerb gestaltet. Da kommt der Michael von den Düsseldorfer Teigbändigern. Jetzt kommst du direkt von der Jury. Was sagt denn dein Gefühl? Wie war es für euch? War super. Alles in allem total gut geklappt. Natürlich, wie gesagt, man ist selber immer sehr kritisch und weiß, was man in der Vorbereitung besser hätte, also immer besser hinbekommen hat. Aber gut, es ist ein Wettbewerb, da sind immer ganz andere Bedingungen. Wir sind im Team sehr zufrieden. Hat das denn alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gab es zwischendurch mal irgendwas, wo du sagst, das hätte ein bisschen besser klappen können? Also es hat alles gut geklappt. An den Öfen hat es auf jeden Fall nicht gelegen, wenn wir nicht gewonnen haben. Daniel und Maximilian stehen hier neben mir von der Bäckerei Blum aus Aachen. Ihr seid kurz davor, vor die Jury zu treten. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem Ergebnis? Bis jetzt sehr gut und es hat alles funktioniert. Wir sind in der Zeit fertig geworden und hat alles gepasst. Wie viele Stunden habt ihr jetzt letztendlich gebraucht, um das Ergebnis so präsentieren zu können? Die Zeit kann man gar nicht, also das funktioniert gar nicht. Es steckt so viel Zeit, Nerven und so viel Übungstage bis in die Nächte drin. Also sehr viel Zeit auf jeden Fall. Wie hilfreich war es denn, mit den Geräten von der WP Bakery Group backen zu dürfen? Sehr gut, also es ist sehr einfach damit umzugehen. Man kommt sehr gut damit klar, von dem Touchpad und so, das schreckt vielleicht manchmal ab, aber das ist super einfach gewesen. Der Gärraum war auch super. Von der Feuchtigkeit her und so hat es wirklich alles super gepasst. Also das war echt ein Traum. Super, was habt ihr jetzt noch für Erwartungen? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Aber es sind sehr gute Teams dabei und wir schauen mal, wo wir danach landen. Wir haben vorher den Großteil der Gebäcke schon während des Wettbewerbs verkostet. 4 junge Bäckermeister, tolle Leistung. Wir freuen uns, so kreative junge Leute im deutschen Bäckerhandwerk zu haben. Da brauchen wir uns um die Zukunft nicht bange zu sein. Wir küren den Vizemeister der
der dritten deutschen Meisterschaft. Es ist das Team Dagmar Leckauert. Deutsche Meister 2015, neue Mitglieder des Nationalteams des deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Blum, Maximilian Reich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tolle Leistung, super gemacht. Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Deutscher Meister, wie fühlt sich's an? Überragend. Man kann es nicht in Worte fassen. Inwieweit habt ihr denn tatsächlich eben damit gerechnet, dass das reicht? Ja, wir wissen schon, wo unsere Stärken liegen. Und klar, wir sind beide Dritter bei der Europameisterschaft geworden. Von dem her wussten wir, dass wir auf jeden Fall auch Mitkonkurrenten sind. Aber dass wir so gut sind, wussten wir jetzt auch nicht. Wie sind denn für euch komplett die 7 Stunden gelaufen? Erzählt mal so ein bisschen zu dem, was ihr vorbereitet habt, vielleicht auch zu der Technik, die ihr benutzen durftet. Ja, wir waren gut vorbereitet für die 7 Stunden, haben alles auch daheim oft durchgeübt, hatten perfekte Maschinen, es hat alles funktioniert und jetzt am Ende steht ein geiler Tisch da und darauf sind wir stolz. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Was habt ihr euch für Ziele gesetzt? Ja, das größte Ziel war erstmal das hier zu gewinnen, das haben wir geschafft und wie es jetzt weitergeht für uns, erstmal gehen wir beide wieder daheim in die Backstuben und dann schauen wir mal. Jetzt natürlich im Nationalteam zu sein, ist natürlich Weltklasse. Und mal schauen, wo wir uns auf der Welt noch rumtreiben. Ja, super. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und heute wird erstmal gefeiert.